Jo Leute, und damit willkommen mal wieder zu einem weiteren neuen kurzen Shop-Video. Und auch heute schauen wir uns ganz kurz mal den Shop an, der auch gleich schon da sein wird. 2 Sekunden noch und dann mal schauen, was heute reinkommt. Oh, okay. Neuer Skulltrooper-Skin. Skeletara heißt die. Okay. Röntgenschläger dazu noch. Sieht schon mal ultra nice aus. Also gefällt mir schon mal beides sehr, sehr gut. Wurde auch, glaube ich, schon geleakt. Dann Cartoon-Muskelkater. Okay, nichts Besonderes. Weitere vorgestellte Sachen. Okay, ich glaube, das war schon seltener. Irgendwas hier vorne ist, glaube ich, selten. Dann tägliche Sachen. Okay, Töff, auch nochmal am Start. Ist cool. Und da die ganzen Halloween-Sachen. Okay, ich würde sagen, labern gar nicht weit drum herum. Fangen oben an mit Skeletara. Und die ist jetzt neu am Start. Sieht auch schon mal ultra nice aus. Einfach jetzt hier auch im neuen, ja, Halloween-Look dieser Skulltrooper-Skin. Hier gibt es dann noch einen Rückenteil. Auch so ein Kopf, also ich muss sagen, diese glühende, muss ich sagen, gefällt mir echt. Auch beim Skin hier, ich frage mich, ob das im Spiel auch ein bisschen mehr so aufglüht wie beim Rückenteil. Das wäre extrem nice, aber ansonsten heftiger Skin, heftiges Rückenteil und die Hacke hier, die glüht auch so ein bisschen. Muss ich sagen, ist auch ultra nice. Okay, also das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Daneben Cartoon-Muskelkater nochmal zurück, warum auch immer, macht keinen Sinn. Der Skin nochmal am Start mit den ganzen Sachen hier. Hier gibt es noch eine Hacke, ein Musikstück. Ladebildschirm und das Emote hier. Ja, kann man machen. Ich würde sagen, ich gucke mal, wie lange das her ist. Okay, und das Zeug ist hier einen Monat her, also nichts Besonderes. Und ich finde, das passt auch aktuell nicht zum Shop, weil wir haben ja Halloween-Sachen am Start immer. Da passt das irgendwie nicht dazu. Aber okay, ansonsten Blüte nochmal zurück. Also der Skin ist schon mal nicht selten gewesen. Was ich dachte ist, dass hier diese Lackierung selten ist. Und was war das hier gerade bitte für ein Text? Also hier stimmt auch auf jeden Fall was nicht. Okay, kleiner Fehler. Und ja, die Lackierung, dachte ich, die wäre seltener, aber die ist nicht selten. Auch das alles einen Monat her. Dann gibt es noch die Schreckenfade. Auch die sogar einen Monat her. Und dann gibt es hier noch einen Rückenteil und eine Hacke dazu. Ist ein kleines Paket. Und dann gibt es hier noch den Schrecken Omen. Auch mit einem Rückenteil und einer Hacke nochmal einzeln zu kaufen. Die Hacke gibt es diesmal nicht beim Skin dazu, warum auch immer. Dann gibt es noch den Flytrap zurück. Auch mit einem Rückenteil, mit der Hacke und diesem Gleiter auch schon. Wirklich alte Sachen, aber auch trotzdem alles nur einen Monat her gewesen. Ich glaube sogar 2 Monate her, die letzten Sachen hier. Okay, aber hier gibt es was Selteneres. Das zeige ich dann gleich. Fange erstmal an mit Meister Minotaurus, der nicht so selten ist. Knapp einen Monat her, also sehr oft am Start. Mit diesem Schildrückenteil, was schon cool aussieht. Dann gibt es noch den Case hier zurück. Auch der hat hier nochmal so eine integrierte Hacke dabei. Das finde ich immer sehr, sehr cool und sogar noch ein Ladebildschirm. Auch ein cooles Paket. Ja, auch knapp einen Monat her. Dann Töff ebenfalls einen Monat her. Mit Fortbewegung und das ist halt auch so eine Krone-Mode. Kann man also mit mehreren Leuten machen. Sieht auch cool aus. Dann gibt es noch Auto West. Kennen, glaube ich, die meisten. Ist auch einen Monat her. Und jetzt das Seltene. Und zwar Zuckerrausch. 638 Tage her. Also wirklich krass selten. Ziemlich aufgedreht. Und ja, ist halt nochmal am Start, kann man sagen, fast 2 Jahre her. Wie gesagt, 638 Tage. Dann gibt es noch Hüftschwung, das ist ein Monat her. Und dann kann man sagen, war es auch schon zum Shop. Heute muss ich sagen, ganz nice hier oben der Skin, der gefällt mir echt sehr, sehr gut.